Recht herzlich willkommen zur 78. Folge von Simotrans. Ja, gut. Wir hatten letztes Mal hier noch so ein paar LKWs draufgesetzt, geguckt, ob die holen. Und zum Schluss hatte uns die Taste G und die Taste H noch irgendwelche tollen Sachen gegeben. Interessanterweise, warte mal. Das ist ein Umspannwerk, hat mir der Michael vorrecht geschrieben. Danke dafür. Und das ist der Firmensitz. Den, wo keiner weiß, wofür der wirklich gut ist, ne? Könnte man dann irgendwie bauen, Prestige-Duell, Objekt oder sowas. Gut, jetzt drücke ich hier WASD, das ist natürlich falsch. Hier geht es mit den Pfeiltasten mit der Karte verschieben, ne? So, gucken wir mal rein hier gerade. Hier ist wohl alles abgedeckt. Und wir hatten diese vier Trecker da auf den Weg gesetzt, wo der LKW jetzt gerade komplett überholt. Da ist auch noch einer, weil das war hier überfüllt, glaube ich. Das wurde angezeigt. Das ändern wir jetzt. Interessant, wie diese Schlange hier so läuft. Aber ist erstmal so. Lass uns die Karte aufmachen und gucken, ob wir irgendwo den Verkehr noch wieder optimieren können. Irgendwo war doch da glatt was, oder? Da war nix. Lauter. Hat auch nix. Waldeck. Hat auch nix. Floto war hier, aber das ist auch noch nichts. Riedenburg. Hat da, ist auch nichts. Hat man doch letztes Mal doch geguckt. Ah nee, das haben wir vielleicht schon gemacht, ne? Alexen bringt uns auch nichts. Sieht ja schon ganz gut aus, ne? Da ist ein Feld weiter, aber noch alles im Rahmen. Dann ist nur Altenau da, ne? Ja, läuft. Gut, da haben wir also nichts zu machen. Ach, Döbeln haben wir noch nicht. Döbeln ist auch wunderbar. Adolfzell war das erste, ne? Da habe ich geguckt, ne? Ja. So, da müssen wir jetzt mal schauen, was wir optimieren können. Ja, gute Frage, ne? Geflügelhof, was macht der? Tierfutter erwartet er, das kriegt er auch durch die Bahn. Haben wir das? Ah ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Haben wir da einen zweiten Zug draufgesetzt oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nein, dann hätten wir keine Ausweiche, oder haben wir die irgendwo gebaut? Nee, das war irgendwann mal angedacht oder so, das zu tun, ne? So, Tierfutter hier 136. Geflügel 103. Eier sind da jetzt, die produziert werden. Geflügel ist ja kein Abnehmer. Bäckerei und Markt nehmen nur Eier ab, ne? Die haben aber keine Eier, werden aber auch gerade erst produziert. Genau. Das ist ja gerade angeliefert worden und deswegen wollten wir da einen zweiten Zug, glaube ich, draufsetzen. War das so oder habe ich das irgendwie nur mal überlegt gehabt und nicht mitgeteilt? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall fehlen da Eier. Und die laufen gerade hier. Gut, das bedeutet, mach das mal zu. Weil ich glaube, Getreide, Tierfutter war hier, ne? Die kriegen Weizen und Gerste, aber die produzieren auch zu wenig, ne? Da müssen wir dann gucken, dass die Anlieferung noch stattfindet. Der hat gerade was gebracht. Und das ist gleich, die Weizen ist auf jeden Fall gleich weg. Geflügelhof ist der Empfänger und die Sender sind hier. Die beiden, genau. Und dieser hier
Ist in Döbeln. Und der ist da. Und der ist da. Die sind alle hier auf dem Süden. Also der, der. Und diese drei sind das. Die sollen darüber liefern. Und jetzt ist die Frage, wie das am besten gehen würde. Dass wir die Lieferung auch machen können, ne? Warte mal, hier ist ein Hafen, ne? Und da ist das ja auch. Dann könnte man hier rein theoretisch anliefern. Und darüber bringen. Jetzt müssten wir nur gucken, ob wir Getreide überhaupt mit dem Schiff transportieren können, ne? Irgendwo hier oben muss Riedenburg sein. Da ist es und da ist auch eine Werft. Machen wir hier gerade erstmal auf irgendeine Gerste oder sowas. Da, und dann gibt es auch Schiffe, die das transportieren können. So, und dann ist das leider landwirtschaftliche Güter und kein Stück Gut zum Beispiel. Das ist das Ärgerliche daran. Das sind dann wieder Schiffe, die nicht das darüber bringen können, in Anführungsstrichen. Also schon, aber preislich ist das dann, ne, zu teuer. Schleppkähne ist der, ne? Kostet 72 pro Kilometer. 11, 14 und 196 den Kilometer. 245 Tonnen. 140, 180. Motorschlepper Priel. Der braucht 9. Plus die 2. Sind dann 11. Warte, der Schleppkahn kann wie viel laden? 25 Tonnen. Er hat 11,20 € und kann 140 Tonnen machen. Dann würde ich ja sagen, den, ne? Dann müssen wir die Lieferung dann machen, ne? Sollen wir das bauen? Macht Sinn, komm. So, den schicken wir jetzt erstmal nach. Achso, da müsste man erstmal einen Fahrplan erstellen. Vielleicht machen wir das als erstes mal, ne? Neue Linie. Und zwar Böbeln. Ich weiß jetzt nicht, wie der Hafen da heißt, wo wir hinwollen. Da ist es. Ist auch Döbeln. Tja. Döbeln Stadt. Nordwald. Gut. Ja. Linie ändern. Da. Und dann darunter. Ja, das passt schon, ne? Der fährt dann ziemlich gerade hier lang. Und kommt dann hier an. Wald, Nordwald und Waldweghafen. Gut. Und in Döbeln Waldweg soll er 100% laden, oder? Ja. Okay, das passt. Und dann kann er da auch hin. Passt. Und starten, weil der hat einen weiten Weg. In der Zeit können wir dann bauen. So, an der richtigen Stelle sind wir im Endeffekt auch. Warte mal. So, das wäre hier.
Wenn wir von hier jetzt zum Hafen fahren, ne? Der ja da ist. Dann würden die Trecker auch was von den anderen mitbringen, ne? Müsste eigentlich funktionieren, was wir vorhaben, oder? Brauchen wir hier noch eine Straße. Nehmen wir mal die mit 100 km/h. Die Schräge macht er schon nicht mehr, das ist auch cool, oder? So, und dann da hinten hin. Darunter noch und machen so dran. So, und dann brauchen wir die landwirtschaftlichen Fahrzeuge wieder. Depot. Mach das mal zu. Geh da mal hin. Ach so, dann bräuchten wir auch eine neue Linie, ne? Machen wir erst eine neue Linie da auch hin. Neue Linie. Nee, das ist jetzt schlecht. Jetzt müssen wir gerade dahin. Döbeln Südostwald. Nach Döbeln Stadt. Passt. So, dann brauchen wir hier wieder Gerste oder so. Nehmen wir den. So, den hätten wir da und den hätten wir da. Aber ich glaube, die können wir jetzt gerade nicht gebrauchen. Jetzt ist die Frage immer noch mit diesem Anhänger, ne? Voranstellen, gehen beide, okay. Tonnen 80 Cent und der hat 72 Cent und der hat auch 72, 9 Tonnen. Haben sie beide. 77 km/h und 75. Und der darf sogar 80. Das heißt, wir nehmen den, oder? Der kostet 13 in Neuanschaffung, der 12. Lohnt alles nicht. Gut. Auf Döbeln Südostwald, Döbeln Stadt müsste es sein, ne? Oder? Ja. So, das kopieren wir nochmal. Machen wir drei davon, oder? Und starten. Läuft nicht, oder was? Ah, noch kein Fahrplan vorhanden, okay. Linie ändern. Und dort nach dort. Und beim Südostwald müssen die eigentlich laden. Und das wird nachher wieder schwierig werden mit dem, dass es da einen Stau gibt, ne? Lass mal so laufen. In der Hoffnung, dass dann nachher genug ist, ne? So, die fahren alle drei. Den gucken wir uns an. Den können wir schließen. Jetzt bräuchte man noch das Schiff einmal, ne? Ja, noch so. Wo ist es denn? Da, oder? Getreidewilme Stadt, ja. Das ist das Schifflein. Ja, schauen wir mal, wie es läuft, oder? So, der
Die LKWs bringen das ja auch nach da, ne? Ah, die Trecker hier, die bringen das von da nach da auch. Es gibt auch, meine ich, Fahrzeuge, die von da halt nach da fahren. Sieht gerade aber nur so aus, als ob da einer oder zwei drauf sind. Vielleicht muss man das mal erhöhen. So, und dann von da natürlich auch. Das ist jetzt aber noch nicht ausgewählt. Das liegt noch daran, dass wir hier schon alles fertig haben. Aber zum Futtermittelfabrik kann es noch nicht gebracht werden, ne? Deswegen läuft da noch nichts. Wo ist die Futtermittelfabrik? Hier oben irgendwo. Da. So, jetzt ist das natürlich die Frage, was machst du hier, ne? Und ich glaube, das kann man mit dem LKW erledigen dann, ne? Da fährst du einfach von hier nach darüber. Sup. Da brauchen wir ein Depot dann für. Passt. Und den dahin und den dahin. Kannst du zumachen. Und dann holen wir uns noch einen schicken LKW dazu. Jetzt weiß ich nicht, welcher das ist. Das sind zu viele. Gerste. Einer von den beiden könnte ich nehmen. Der mit dem. Und noch eine Linie gerade schnell machen. Und zwar nenne ich einfach Futtermittelfabrik. Linie ändern ist dann von da nach da. Und am Hafen soll er 100% machen, ne? Macht Sinn. Fertig. Und den setzen wir dann auf die Linie. Futtermittelfabrik. A, B, C, D, F, G, F ist da nicht. Ist das ganz unten? Jo. Und starten. Und jetzt sollten sich dann auch da unten das Getreibe langsam horten. So, der steht da und wartet auf Beladung. Und die fahren hier runter und sollen das von da nach da dann bringen. Und das läuft. 10 und 40 Tonnen sind schon da. Schiff wird natürlich dauern, bis das da ist, aber das ist halt so. Lass mal gerade einen Tacken schneller laufen. Da kommen die. Zehnundvierzig, ne? Ja. Und das ist auch gleich wieder 10:40 da. Läuft, ne? Waren das nicht drei LKW? Steht einer im Stau oder was? Hm. Wo ist der jetzt? War der eher weg und ich habe es nicht gesehen oder was war da jetzt passiert? Da ist der dritte wahrscheinlich, ne? Zwei, drei. Ne, das ist ein anderer, aber hier sind sie beide. Okay, doch drei. Läuft, ne? Und das sind immer noch 10 und 41 Tonnen. Passt. Also Linie ist fertig, läuft.
und das Schiff ist. Und da ferner liefen noch. Boah, das kommt gar nicht vor, ne? Die haben jetzt die Anreise gehabt, deswegen war das jetzt teurer, ne? Lass mal gerade ein bisschen schneller laufen. Dann werden wir auch vielleicht schwarze Zahlen bei den LKWs sehen, ne, oder? Da war jetzt schwarz. So, vom Rückweg macht miese. Jetzt schwarz. Noch auf dem Rückweg, aber steht jetzt im Stau. Weil der eine jetzt auf Getreide wartet, ne? Ja. Wie erwartet das, was nicht klappt dann, ne? Das heißt, hier müssen wir was umbauen. Aber das Umbauen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ne, der ist schon offen. Ist er das? Ne, das ist der LKW danach. Das ist er. Dann lass den mal gerade weiterfahren. Bis der da ist, ist das andere weitergebracht. Und bei dem ist das gleiche in grün wahrscheinlich. Ne, der bringt schon Gerste mit, das müssen wir gerade noch abwarten. Das ist nämlich für die anderen LKWs, was der jetzt hier anliefert schon. So, aber der wartet jetzt auf Ladung, die hier nicht vorhanden ist. Und den schicken wir jetzt aber erstmal weg. Gut. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, bauen wir das Ganze dann um. Jo, ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.